Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Done at Flip. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Ausgleich von Eingangsrechnungen. Und hierfür habe ich Ihnen auch wieder einen Geschäftsfall mitgebracht. Unternehmen X bezahlt die Eingangsrechnung vom 10.07.2020 und die Eingangsrechnung, also ER steht für Eingangsrechnung, wurde bereits verbucht. Die Verbuchung der Eingangsrechnung erfolgte über die Konten Handelswareneinsatz und Vorsteuer jeweils im Soll mit 1.200 Euro und 240 Euro an das Konto Lieferantenverbindlichkeiten mit dem Bruttobetrag von 1.440. Und jetzt geht es darum, dass wir diese Schuld gegenüber dem Lieferanten natürlich auch irgendwann bezahlen müssen. Und heute ist der Tag gekommen, wo wir eben diese Eingangsrechnung ausgleichen. Und hierfür müssen wir uns eben auch wieder überlegen, welche Konten brauchen wir hierfür. Hierfür brauchen wir einerseits einmal das Lieferantenverbindlichkeitenkonto, also dieses 33.00. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich auch ein Gegenkonto, also wie wir es bezahlen, gehen wir jetzt in diesem Fall einmal davon aus, dass wir es nicht bar bezahlen, sondern dass wir diese Eingangsrechnung mit Hilfe des Bankkontos, also mit Hilfe einer Banküberweisung begleichen. Und dementsprechend brauchen wir dann eben auch noch das Konto Bank. Und dann müssen wir eben wieder im Kontenplan nachschauen, wo finden wir das Bankkonto. Das Bankkonto finden wir in der Klasse 2. Mit der Kontonummer 2800 800 Bank. Ja, dann wissen wir mal, welche beiden Konten wir hier brauchen. Vorsteuer brauchen wir in diesem Fall keine begleichen, weil wir begleichen ja diese Lieferantenverbindlichkeiten. Und die Vorsteuer wird dann in weiterer Folge im Zusammenhang mit der Ausgleich der Umsatzsteuer an das Finanzamt gegenverrechnet. Und auch das Handelswareneinsatzkonto wird hier für diesen Ausgleich nicht benötigt. Also wir brauchen hier nur einmal diese Schuld eben begleichen, welche wir bereits auf dem Konto Lieferantenverbindlichkeiten verbucht haben. Und im ersten Schritt haben wir ja immer gesagt, überlegen wir uns, welche Konten wir benötigen. Im zweiten Schritt überlegen wir uns, um welche Art von Konten es sich hierbei handelt. Wir wissen, Lieferantenverbindlichkeiten sind ein passives Bestandskonto. Also schreiben wir es hier einfach dazu, passives Bestandskonto, hier wieder abgekürzt durch BK bzw. BAS für passives Bestandskonto. Und auf der anderen Seite das Bankkonto, das finden wir in der Kontoklasse 2 und wir wissen, Kontoklasse 2 ist ein aktives Bestandskonto. Also eben hier wieder abgekürzt Akt und BK. Dementsprechend müssen wir uns dann eben noch im nächsten Schritt, also im dritten Schritt von den vier Schritten, die wir gelernt haben, überlegen, handelt es sich um eine Vermehrung oder um eine Verminderung? Eine Vermehrung wird bei passiven Bestandskonten im Haben verbucht. In diesem Fall handelt es sich aber nicht um eine Vermehrung, sondern um eine Verminderung, weil die Schulden werden ja weniger. Dementsprechend haben wir eine Verminderung und die Verbuchung erfolgt im Soll. Und darüber hinaus müssen wir uns dann noch Gedanken machen, was passiert bei aktiven Bestandskonten, wenn wir eine Vermehrung oder eine Verminderung haben. Auch in diesem konkreten Fall handelt es sich um eine Verminderung, weil das Bank oder das Guthaben auf dem Bankkonto wird ja weniger wert. Und aus diesem Grund wissen wir ja in weiterer Folge aktive Bestandskonten, Vermehrung im Soll, Verminderung im Haben. Hier haben wir eine Verminderung und dementsprechend eine Verbuchung im Haben. Das heißt, der Buchungssatz lautet dann in weiterer Folge eben 33.00 Lieferverbindlichkeiten mit welchem Betrag? Wir schulden 1.440. Dementsprechend müssen wir dann eben
die 1440 hier im Soll verbuchen und das Gegenkonto ist eben an das Bankkonto, also 2800 Bankkonto, ebenfalls mit dem Betrag 1440. Und daraus ergibt sich dann, wenn wir uns das in weiterer Folge noch auf dem D-Konto anschauen, dass wir hier beim Lieferantenverbindlichkeitenkonto diese 1440 eben im Soll auf dem D-Konto finden. Und wenn wir hier eben dieses Soll mit dem Haben wieder gegenrechnen, kommen wir hier wieder auf eine Schuld von 0, welche wir gegenüber von Lieferanten haben. Und darüber hinaus entsteht dann auch ein neues D-Konto mit eben 2800 Bank und dort werden die 1440 im Haben verbucht. Natürlich stehen hier dann im Regelfall auch noch Anfangsbestände und so weiter auf diesem D-Konto, aber für diesen Geschäftsfall ergibt sich einfach diese Struktur. Das heißt, wir haben dann jetzt in weiterer Folge keine Verbindlichkeiten mehr gegenüber dem Lieferanten, weil wir hier eben dieses Nullsummenspiel haben und somit haben wir die Eingangsrechnung zu 100% beglichen. Und ja, das war eigentlich die Verbuchung des, oder der Ausgleich der jeweiligen Eingangsrechnungen. Nochmal kurz zusammengefasst, Lieferantenverbindlichkeiten an Bank mit dem vollen Bruttobetrag, den wir ursprünglich verbucht haben. Ja, und somit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals Business Fragen.